Die Fachausschüsse unterstützen die Metadatenbank. Es gab natürlich keine intensive Diskussion, weil wir erst im Branchenparlament die Präsentation von Herrn Schild dazu bekommen haben. Aber jeder Fachausschuss war beteiligt an den Taskforces zur Metadatenbank und da wurde in den Fachausschüssen jeweils berichtet aus der Taskforce heraus und jeder hat seinen Schwerpunkt auf bestimmte Fragen oder Themenfelder gelegt und diese Punkte haben wir dann auch nochmal vorgetragen im Branchenparlament. Aber es waren eigentlich schon Detailfragen, die den Fokus der einzelnen Fachausschüsse zeigen, aber keine grundsätzlichen Fragestellungen oder irgendwelche grundsätzlichen Hindernisse. Das Branchenparlament unterstützt die Metadatenbank vollumfänglich in jeder der drei Bausteine, drei Teile. Natürlich wurden die Empfehlungen der Fachausschüsse mit aufgenommen in der Resolution des Branchenparlaments. Aber das Branchenparlament bittet den Vorstand, die Metadatenbank in dieser Form umzusetzen. Immer im Hinterkopf mit dem Gedanken unter finanzieller Machbarkeit der einzelnen Punkte. Bei der Datenqualität geht es ja darum, dass wir erstmal unsere Hausaufgaben machen müssen, weil wir alle davon ausgehen, dass unsere Daten natürlich optimal sind und erstmal den Bericht bekommen, dass hier Datenmängel vorliegen. Da muss jeder Verlag nacharbeiten und so wie auch Herr Schild uns das berichtet hat, dort wo er Verlage darauf hinweist, dass Fehler vorliegen, sind sie meist überrascht und können die Fehler relativ schnell abstellen. Das gilt natürlich nicht für alle Verlage, aber es dürfte für den Großteil der Titel gelten. Deshalb glauben wir, dass wir hier einen schnellen Fortschritt erreichen. Schwieriger wird es natürlich bei der Rezensionsdatenbank. Hier muss das Konzept erst noch fertiggestellt werden und die Dinge dann zusammenzufügen, wird noch einige Arbeit kosten und es wird auch noch die Frage sein, wie das insgesamt finanziert wird. Da gibt es sicher noch mal ein Tauziehen. Aber der gemeinsame Gedanke der Metadatenbank ist, dass wir sie brauchen, um unsere Umsätze zu stärken und die Position auch des Buchhandels zu stärken. Wir sind der Überzeugung, dass so eine Metadatenbank notwendig ist, dass die gute Datenqualität notwendig ist. Da gibt es überhaupt gar keine Zweifel dran. Und dass man das nicht umsonst bekommt, ist auch klar. Aber ich glaube, dass die Finanzierungsbeiträge der einzelnen Partner so sind, dass es niemanden umwerfen wird. Die digitalen Verlagsvorschauen waren ursprünglich ein Wunsch der Verlage und waren vom Sortiment eher ein ungeliebtes Kind, die gesagt haben, das brauchen wir nicht. Inzwischen hat sich gezeigt, dass auch im Sortiment immer stärker das Bewusstsein dafür da ist, dass wir hier ein moderneres, ein anderes Arbeitsmittel brauchen. Ganz wichtiger Punkt für alle Verlage ist, dass wir bei den digitalen Verlagsvorschauen keine Neuerfindung eines Modells haben wollen, sondern dass wir davon ausgehen, dass es im Markt bestehende Modelle gibt oder die vielleicht noch nicht fertig entwickelt sind, aber auf die wir aufsetzen wollen. Hier muss aber auch konzeptionell noch einige Arbeit erfolgen. Aber auch bei der digitalen Verlagsvorschau glauben wir, dass es ein ganz wesentlicher Baustein ist, die Kostenkette, an der Kostenkette zu arbeiten und für eine Kostenentlastung insgesamt in dem Verhältnis Verlage und Sortimente zu sorgen.